Zuschauer, der DAX verliert sie nicht aus den Augen, die 8000er-Punkte-Marke. Und einige sagen, einige Experten, es geht sogar noch weiter. Und das ist natürlich ein Grund, wo wir drauf schauen wollen. In Bonus, Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten. Jetzt startet nämlich auch noch die Berichtssaison in Deutschland. Und was das für den deutschen Leitindex dann noch heißen kann und was den 8000 vielleicht aber auch oder darüber hinaus noch im Weg stehen könnte, dazu wollen wir jetzt sprechen mit meinem Gast im Studio, mit Dirk Hess von der Citigroup Global Markets Deutschland. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo. Aber bevor ich Sie zu Wort kommen lasse, geht es erst zum Derivate Musterdepot, zu Thomas Bergmann in Kulmbach, der Ressortleiter Derivate, der nämlich das Derivate Musterdepot führt. Und da wollen wir mal schauen, wie es da aussieht mit der Performance. Thomas, der DAX marschiert auf die 8000 zu. Was kann ihn denn noch stoppen? Ja, Gewinnmitnahmen. Weil wir jetzt doch ja teilweise sehr stark gestiegen sind in manchen Werten. Und wenn die mal etwas korrigieren, dann wird es auch der DAX nicht so einfach haben, jetzt in Richtung 8000 zu marschieren. Wie schaut es denn im Derivate-Musterdepot aus? Wollen Sie da auch Gewinnmitnahmen tätigen? 11,6% ist das Depot im Plus und einige Werte haben ja eine gute Performance hingelegt. Wir hatten darüber nachgedacht, Gewinne teilweise zu realisieren. Nur sind wir der Überzeugung, dass wir noch eine relativ gute Börsenphase vor uns haben. Also das Thema 8000 haben wir jetzt nicht ad acta gelegt. Wir glauben, dass das Umfeld für Aktien weiterhin positiv ist und wir in Richtung 8000 eben steigen können. Und vor diesem Hintergrund wäre es jetzt Quatsch, jetzt hier in sämtliche Positionen glatt zu stellen. Was wir tun werden, ist höchstwahrscheinlich die Stoppkurse noch einmal nach oben anzupassen, damit wir, sollte es doch wieder erwarten, mal korrigieren, wir einen Großteil der Gewinne absichern. Dann natürlich die Frage, über welche Werte haben Sie denn nachgedacht? Was hätten Sie denn veräußert? Wenn man sich Dürr anguckt, den Dürr Mini Bull, der bei einem Plus von 74% steht, da könnte man ja schon in Versuchung geraten. Wir hatten schon bei plus 50% mal einen Teilgewinn realisiert. Sicherlich ist die Aktie sehr gut gestiegen und auch das Plus sehr ansehnlich. Aber warum sollte der Schein nicht noch 100% plus aufweisen? Also wir trauen der Aktie durchaus noch zu, in Richtung 80, 85 Euro zu steigen. Von daher wäre es, wie schon gesagt, jetzt unlogisch, diese Position glatt zu stellen. Wir wollen auf zwei Minuspositionen schauen, beziehungsweise erstmal auf eine. Die Realbank, die hat noch nicht das gebracht, was Sie sich versprochen haben von ihr. Sicherlich, man muss einfach feststellen, dass die Aktie sich an dem Widerstand bei 18 Euro sehr die Zähne ausbeißt, hier nicht darüber kommt. Sollte es die nächsten Tage nicht gelingen, kann es sein, dass wir hier auch mal aktiv werden und vor Erreichen des Stoppkurses die Position glattstellen. Sie sprachen auch eine zweite an, das ist unser jüngster Neuzugang, ein Alpha auf ERDS Long, Boeing Short von der DZ Bank. Hier gab es zuletzt Zahlen von Boeing, die jetzt nicht überzeugt haben. Allerdings gab es auf der anderen Seite Gewinnmitnahmen bei ERDS nach dem starken Anstieg, sodass wir hier nach einem starken Beginn wieder auf Einstand etwa zurückgefallen sind. Aber wir bleiben hier ruhig und haben Stoppkurs gesetzt und beobachten die Sache. Also weiter abwarten. Sie sind überzeugt, dass es noch weitergeht beim DAX. Da ist natürlich die Frage, viel machen können Sie nicht mehr, Ihre Cash-Position 919, wobei ein bisschen, was ist ja noch drin? Soll das noch investiert werden, diese knapp 1000 Euro? Oder was haben Sie noch weiter vor? Also ich kann mir vorstellen, dass wir entweder bei einer anderen Position eben Teilgewinne realisieren, um die Position oder um den Cashbestand auf rund 2000 Euro vielleicht aufzustocken, damit wir dann wieder in eine Einzelposition dann investieren.
Das ist immer so unsere Größe zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Hängt natürlich auch vom Risiko, vom Hebel des Produkts ab. Beim Alpha haben wir zum Beispiel nur 1.000 Euro investiert, weil es eine sehr spekulative Investition ist. Aber also bevor wir etwas kaufen, wird es wahrscheinlich so ausschauen, dass wir einen Teil bei einer anderen Position verkaufen. Und dann natürlich die große Frage, was wäre denn bei Ihnen jetzt im Visier? Bin ich im Moment selbst etwas überfragt. Wir haben im Moment wenig Papiere, die jetzt so uns ins Auge gestochen sind. Es ist im Moment etwas schwierig, deswegen müssen wir uns da einfach noch etwas gedulden. Und vielleicht auch auf die charttechnischen Signale warten. Das ist ja auch immer etwas, wo Sie hinschauen. Dann sage ich, Thomas, erstmal vielen Dank nach Kulmbach und wir schauen nächste Woche wieder ins Depot. Also Thomas Bergmann ist auch einer der Optimisten, die eben sagen, es geht noch weiter im DAX über die 8.000 hinaus. Und wir stehen ja schon kurz davor, Herr Hess, die 8.000 sind eigentlich ja nur noch, ja, die nimmt er jetzt so im Vorbeigehen, der DAX, oder? Das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht. Würde mich wundern, wenn er eine so starke Marke von 8.000 einfach mal so durchbricht. Da gibt es ja auf dem Weg dahin, es sind zwar nur noch 200 Punkte knapp, gibt es aber doch das eine oder andere charttechnische Hürdchen, können wir sagen. Da muss er erst mal drüber und solche Marken werden nicht in einem gerissen. Der Markt kann mich Lügen strafen, aber die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel nicht so schnell geht. Meistens stößt man ein bisschen an, dann kommt auch mal eine scharfere Korrektur. Das heißt, es kann durchaus sein, dass bevor wir die 8.000 sehen, eventuell auch noch mal die 7.600 und darunter sehen. Das will ich nicht ausschließen. Die Frage ist, im weiteren Verlauf des Jahres wird die 8.000 dann genommen und da sieht es doch schon deutlich positiver aus. Denn die Rahmendaten, wie wir sie momentan in Deutschland sehen, sprechen schon dafür, dass man dieses Jahr auch wieder gute Zuwächse haben kann. Zumindest wenn nicht viele Störfeuer von außen kommen. Die Störfeuer, da frage ich vielleicht oder hake ich erst mal nach, welche können das sein oder welche sind das, die jetzt hier dann noch reinschlagen können? Es sind sehr viele eigentlich und es können die sein von gestern, von denen wir heute eigentlich relativ wenig hören, gerade das politische Umfeld, Europa, Staatshaushalte, Griechenland, Spanien und so weiter. Das Thema wird momentan nicht gespielt, das ist auch gut so, denn es muss ein bisschen Vertrauen in die Märkte wieder rein. Die meisten Investoren waren extrem verunsichert das letzte Jahr. Es ist traurig, dass wir eines der besten Aktienjahre im DAX hatten mit plus 29%. Aber ich kenne relativ wenig Privatinvestoren, die investiert waren. Warum waren sie nicht investiert? Diese extreme Verunsicherung, die von Seiten der Politik gekommen ist, hat die Leute einfach dem Markt fernbleiben lassen. Sie hatten Angst um ihren Euro, sie hatten Angst um ihre Ersparnisse. Viele haben Cash gehalten, um vielleicht kurzfristig dieses Geld noch in Waren zu tauschen. Das hört man aller Orten. Und keiner hat investiert. Und viele haben nur hinterhergesehen. Und jetzt wollen sie investieren. Jetzt ist ein bisschen eine Beruhigung da. Es ist sogar eine kleine Stabilisierung da. Wenn jetzt wieder was kommen würde, dann könnte es zu scharfen Korrekturen kommen. Wobei, auch hier muss man sagen, wir haben ein Wahljahr in Deutschland. Und wir glauben schon, auch unsere Analysten glauben, dass vor allem der Grexit, also der Austritt Griechenlands aus der Währungsunion, in diesem Jahr nicht passieren wird, weil natürlich auch von Seiten der Bundeskanzlerin ein starkes Interesse daran besteht, hier wiedergewählt zu werden. Also kann sie ein solches Störfeuer von da gar nicht brauchen. Und übergeordnet ist es halt nun mal so, dass die europäische Stabilität momentan ganz klar im Vordergrund steht. Aber auch hier können Störfeuer kommen. Es hat was mit Restrukturierung der einzelnen Haushalte zu tun. Wie gut ist die Haushaltspolitik? Wie gut vertragen die Länder, die zum Beispiel stark zu Kontrahierungszwängen jetzt endlich aufgefordert sind? Das heißt, Staatshaushalte sanieren, aber gleichzeitig nicht die Konjunktur abwürgen. Wie gut können sie diesen Spagat? Wie stark muss da von außen geholfen werden? Das zeigt sich erst im Laufe des Jahres, wie die ersten Programme dann aussehen, umgesetzt werden. Aber das bleibt spannend. Also ich höre da schon noch Unsicherheit eben auch in Ihrer Stimme. Klar, man kann es eben nicht vorhersagen. Und wir wissen, politische Börsen sind natürlich unvorhersehbar. Aber der Optimismus kann also in diesem Jahr auch noch weit über die 8.000 tragen? Oder
Ist das möglich? Ich habe vorhin bei Ihnen eine Glaskugel gesehen. Vielleicht sollte man die befragen. Fakt ist schon, dass es extrem schwer ist, vorherzusagen, was passiert. Die deutschen Unternehmen, heißt, wir kommen in Richtung Berichtssaison wieder, sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Trotzdem leiden einige. Man darf nicht vergessen, die Konjunktur ist weltweit stark zum Erliegen gekommen. Manche, zum Beispiel gerade Asien, besonders China, hat sehr, sehr stark konsolidiert. Wir reden hier auf einmal von Wachstumsraten in der des Bruttoinlandsprodukts von 7,5, 7,6% und nicht mehr von 9%. Das wirkt sich nun mal auch auf den Auftragseingang bei Automobilausstellern aus. Wann sich das irgendwie dann komplett durchschlägt, muss man sehen. Viele deutsche Firmen haben schon vor langer, langer Zeit ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich international hervorragend positioniert. Einmal in Sachen Absatz, einmal auch im Bereich der Kostenkontrolle. Von daher sieht es gut aus. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der, glaube ich, der beste Aspekt ist oder der griffigste, wenn man über den Markt sprechen will, das ist Liquidität. Und wir haben ohne Ende Liquidität momentan, was im Markt ist, was darauf wartet, wirklich investiert zu werden und wo auch die Investoren auch noch die Wege suchen. Wo gehen sie denn rein? Gehen sie in Rohstoffe? Gehen sie in Anleihen? Gehen sie in Aktien? Gehen sie in Immobilien? Und wenn dann, wo auf der Welt geht man rein? Dieses Geld ist da. Versicherungsgesellschaften wissen teilweise oder haben schon avisiert, teilweise ihre Aktienquoten hochzufahren. Das hat eine ganz klare Auswirkung auf den Markt. Von daher, die besten Hossen, die wir je gesehen haben, waren immer die Liquiditätshossen. Und Geld ist da. Das muss man so sehen. Das haben wir schon letztes Jahr gesehen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr wieder 29% sehen. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Da hätte ich jetzt gesagt, da muss aber was gezahlt werden für diese Phrase. Zumindest im Fußball muss man dafür zahlen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was machen denn Ihre Anleger momentan? Sind die denn so, dass sie auf den Zug jetzt aufspringen wollen? Und wo engagieren sie sich denn momentan? Wir sehen momentan im Januar das erste Mal seit langem wieder steigende Aktivität von Seiten der Privatanleger. Also wirklich sehr stark steigende Anzahl an kurzfristigen Positionierungen, sprich mit Hebelprodukten, die sich kurz engagieren. Aber wir sehen auch viele, die sich jetzt mittelfristig im Bereich von Discount- und Bonuszertifikaten jetzt positionieren, die aber relativ konservativ rangehen. Die sagen, ich möchte eine ordentliche Seitwärtsrendite, ich muss nicht unbedingt nach oben so viel mitmachen. Das heißt, auch für die ist schon so, dass nicht glauben, dass wir jetzt gleich wieder um 20% am Jahresanfang steigen werden. Also das zeigt sich ganz deutlich in ihrem Verhalten. Diejenigen, die kurzfristig handeln, die sind gar nicht im deutschen Markt momentan, die handeln viel lieber US-Werte. Gerade so Apple, Google, Amazon, da ist halt momentan viel geschehen, da ist große Volatilität und da, glaube ich, setzen gerade die meisten drauf. Aber das sind die spekulativeren unter den Kurzfristanlegern. Die anderen sind klassischerweise im DAX investiert und die setzen natürlich schon überwiegend auf einen weiteren Anstieg des DAX. Gibt es sonst noch außerhalb des DAXes, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, interessante Werte, die Anleger jetzt gerade noch spielen? Es sind die Klassiker. Es sind Versicherungswerte wie eine Allianz, es ist eine Daimler, es ist auch eine SAP, interessanterweise mal wieder. Es ist auch eine deutsche Bank unter den meistgehandelten Basiswerten. Und gerade bei Banken, glaube ich, da ist auch viel Musik drin. Da ist viel auch Erwartung dabei und da ist auch teilweise mal ein bisschen langfristige Investitionen, wie wir sehen. Also, dass sich manche wirklich nicht mit den klassischen sondern mit den klassischen Optionsscheinen auf eine längere Periode setzen und länger investieren wollen. Also da ist auf jeden Fall am Markt, muss man sagen, immer noch Musik drin. Sie haben gesagt, es bleibt spannend. Ja. Herr Hess, jetzt habe ich alle Phrasen nochmal wiederholen. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Gerne. Zu den Ausführungen, wie es halt eben am Markt auch weitergehen kann. Und ein bisschen optimistisch darf man schon sein. Und vielleicht auch mal das Risiko nicht scheuen und den Markt einfach mal zu trotzen und gucken, was denn da geht, in Anführungsstrichen. Aber Risiko natürlich nicht außer Acht lassen. Ich sage danke, dass Sie dabei waren bei Bonus, Discount und Co., dem Euwax Forum der Experten. Und hoffe, Sie auch zum nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Bis dahin sage ich Tschüss.